Jetzt haben wir noch. Status. Mobiles Roboterarmsystem erhalten. Oh, cool. So. Нам очень повезло, что по прибытию на эту планету энергии. Здесь уже существовала сеть устройств, способных обеспечить все наши потребности в электроэнергии. Und seine Ressourcen in nutzbare Energiesysteme zu wandeln. In der Tat gab es bereits ein Netzwerk an Geräten, das unsere Energiebedarf abdecken könnte. Trotz ihrer seltsamen Erscheinungsbildes und ihrer kuriosen Konstruktion, so dass wir es schnell für uns beanspruchten. Seltsamerweise schien aber die Kontrollsysteme, mit denen dieses Gerät aktiviert wurden, für ein sehr großes Wesen konstruiert worden zu sein. Viel größer als ein Mensch oder irgendetwas, dem wir seit unserer Ankunft begegnet waren. Unabhängig davon entwickeln unsere brillanten Ingenieure schnell eine kreative Roboterlösung. Mit diesem mechanischen Arm erreichen wir hochgelegene Orte, sodass wir die erforderlichen Komponenten ohne architektonischen Lösungen bedienen können, um die gleiche Leistung zu vollbringen. Dennoch bleibt der Grund für die Größe dieser Steuersysteme unverständlich. Gab es bereits vor uns Besucher auf diesem Planeten, oder könnte es wirklich Leben jenseits der Vegetation geben? Aus dem Russischen übersetzt. Naja. Gut. Haben wir das. Jetzt haben wir voll den Roboterarm hier. Hier klingt es wie eine Klapperschlange. Hört ihr das? Scheint es dort hinten zu sein. Wir haben ja jetzt unseren Roboterarm. Aber jetzt müssen wir erst aufpassen, ob wir nicht abstürzen. Ich glaube, mit dem Spring schaffen wir es nicht. Yeah. Ups. Gut. Okay. Nicht hier irgendwas rum. Energiestruktur. Ich bin auf eine Art Kraftwerk gestoßen. Eine Anordnung von Tesla-Spulen umgibt eine geheimnisvolle monolithische Struktur. Die gesamte Vorrichtung scheint ihre Energie von einem glühenden grünen Felsen im Inneren des Monolithen zu beziehen. Das schwebt und vor Energie pulsiert. Jungi, das stimmt immer noch immer nicht. Na, dann will ich hin. Hallo? Nein, das schafft man nicht. Ah, wir haben noch diesen lustigen Roboterarm. Kommen wir da nicht ran? Gehen wir erstmal hier hin weiter. Was ist das denn? Aha, das ist ein Knopf. Wie cool ist das denn? Okay. Ups. Hallo? Ich möchte hier gern auf diesen Knopf drücken. Oder ist diese. Ah, jetzt. Okay. Ach, ist das spannend. So. Gut. Hab gedacht, wir müssen jetzt irgendwas mit diesem Roboterarm tun, aber müssen wir ja nicht. Wir laufen halt einfach mal weiter. Gibt noch was? No. Gut, gehen wir hier weiter. Schauen uns hier mal um. Was ist denn hier los? Hier ist so ein Stein. Sag mal, E und Q.
Achso. Nein, also hin. Mann, kann man das geil abschätzen. Das ist die Forge. Mann! Mach mich nicht verrückt. Aha. Boah, hab ich einen coolen Arm. Okay, und wir gehen raus. Wir haben Energie gemacht. Yeah. Okay. Ja, und jetzt? Aha. Hier schaut's ja fast so aus, als ob es wieder einen Knopf gibt. Ja, es gibt wieder einen Knopf. Knips. Hallo, du da oben. Komm ein bisschen runter. Lustig, Fahrstuhlfahrmusik fehlt. Ja, das hätten sie ruhig ein bisschen schneller machen können. Der Spielfluss leidet etwas. So. Es ist wahrlich und wahrhaftig ein sehr ruhiges Spiel, wo man nicht drüber meckern kann. Man soll auch nicht so viel meckern, weil das schlecht für die Gesundheit. Juhu, wir sind oben. Wir sind droben auf dem Turm. Oh, na herrlich. Hey, war das knapp. So. Ein Zeichen. Bisschen zu spät reagiert, aber uns ist ja zum Glück nichts passiert. Wir sind immer noch am Leben und wir gehen jetzt mal hierher und schauen uns mal das hier an. Hallo, hallo! Okay. 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 Ja. Haben wir irgendwas zum Schieben? Haben wir was? Nein, wir haben nicht. Nicht haben wir nicht. Nicht mal nicht. Das ist so wenig nicht. Da ist gar nicht. So nicht ist dort. Oh, was haben wir hier? Sprengstoff! Yeah! Ups, weg hier. Ha, ich sprenge gern fremde Planeten. Ich sprenge lustig auf fremden Planeten rum. Wumms! Okay. Hätte man eigentlich auch bloß eigentlich wegschieben brauchen. War ja viel einfacher gewesen. Egal. So. Oh, was haben wir denn hier? Auf, sagt die Stute zum Hengst. Also für ein Kickstarter-Projekt ist es ja nicht schlecht gemacht. There's something odd about that storm. Jetzt trifft uns der Blitz am Arsch und dann fallen wir runter.
Guckt mal, das Seil ist weg. Ups, das ist wieder da, das ist wieder weg. Und das ist wieder da, weg, da, weg, da, weg, da. Okay. So, ich gehe mal stark von aus, wir müssen hier lang. Dann gehe ich mal sehr stark von aus. Oh, was ist denn hier? Hallo? Gehen wir zu Hause? Geht hier irgendwas rum? Nö. Ah, So. Der zuerst. Cool. Ach Quatsch. Dann der. Also wenn es wirklich aus der Reihe noch ist, dann sage ich nichts weiter dazu. Okay. Bursche. Gut, alles klar. Ja. Was ist mit denn hier? Short, keep going. Es speichert und wir sind jetzt irgendwo auf der anderen Seite. Wir sind raus aus dem Canyon. Ödland. Ich bin vorhin im Ödland. Ist das öde, dieses Land? Okay, wir folgen jetzt einfach mal dieser Kreuzspur. Und dann gucken wir mal, wo wir dorthin kommen. Ah, das ist gut. What in the world? Hey, get away from him. Halt! Nein! Wieso du? Nein! Was stimmt hier doch nicht? Crew für tot erklärt. Meine beiden Crewmitglieder sind definitiv tot. Es scheint, dieser Planet ist nicht völlig leblos. Unter der Oberfläche des Planeten lauert eine tödliche Lebensform. Die Frau scheint ihre Fallen irgendwie zu umgehen. Ich werde versuchen, dies zu meinem Vorteil zu nutzen und ihren Spuren so gut wie möglich zu folgen. Alles klar. Dampf verdammt. Also gut, also hier kann man jetzt immer mal einfach mal so verrecken, nicht? Oder liege ich da jetzt falsch? Wir bleiben auf dem Grünen. Auf dem grünen Grase sitzt ein Hase und schnuppert vor sich hin. Dimmel, dimmel, dimmel. Na gut, ist mit der Sonne, gut, geht schon. So. Wir folgen jetzt einfach mal hier diesem Grünen. Wir gehen mal nicht von den Grünen runter. Weil dann sind wir schneller tot, als wir irgendwas sagen können. Nö, ne, ist gerade bewegt. Ja, bleiben wir lieber mal hier drauf. Und gehen wir über die Steine. Jo, das bewegt sich. Die wollen mich doch bestimmt ausspießen. Wie Teufel. Seid denn hier drauf? Ah, da liegt wieder was. SCI, Säulenbasalt. Ein weites Feld von Basaltsäulen gefunden. Diese natürliche Formation sind denen auf der Erde ähnlich. Wir haben einen weit größeren Umfang als die auf der Erde. Ich muss annehmen, dass sie auf eine ähnliche Weise wie Basaltsäulen auf meinem Heimatplaneten entstehen.
über die langsame Abkühlung der riesigen Lavaströme. Wenn sich die heiße Substanz als neues Gestein abkühlt, entstehen tiefe Risse in der Oberfläche, die geometrische Muster bilden. Sobald diese Risse tief genug sind, werden sie zu hoch aufragenden Felszeugen. Na, wir können sogar noch was lernen. Ja, bei mir lernt man sogar noch was. Sups. Autsch. Schwupps die Wups und aus die Maus. Okay, wir gehen weiter. Da vorne liegt wieder was. Wir müssen wieder lesen. Wir müssen lesen. Fußspuren. Die Spuren leiden mich. Eine zarte weibliche Fußspur gibt mir eine gewisse Zuversicht, während ich mich in unbekannten Gefilde verwage. Seltsamerweise ist dies nicht immer effektiv. Ich verliere die Spuren in felsigen Gebieten und davon gibt es viele. Im richtigen Licht kann ich aber sehen, wo es sich weitergeht und meine Reise fortsetzen. Eine Analyse des Bodens an der Kontaktstelle deutet auf eine organische Reaktion auf die Person hin, die diese Spur hinterlässt. Oder auf das Ding, worum es sich dabei auch handeln mag. Das verblasste Glühen ist unheimlich. Beunruhigende Spuren am Boden, die mich in Propagandafilme aus dem Atomzeitalter erinnern. Ich versuche nicht, von den Gedanken beunruhigen zu lassen, aber mein Körper mit jedem Schritt unbeheil verstrahlt wird. Ja, ich weiß, ich will auch nicht verstrahlt werden. Strahle meine Söhne. Wie jetzt, was jetzt? Steht hier lang? Eine Kunststoff, oder? Nee, doch nicht. Und ein meisterhafter Sprung über diesen Abgrund. Und noch ein meisterhafter Sprung über diesen Abgrund. Ich bin ein Meister meines Faches. Ui, das war knapp. Ich hab mich jetzt schon tot gesehen. So, es geht weiter. Ah, da vorne liegt wieder was. Wir dürfen wieder lesen. Oh, wie glücklich bin ich, denn ich darf ja wieder lesen. SCI, Wurzeln. Ich habe eine Probe von einer der Wurzeln angenommen. Meine Werkzeuge zur Feldbeobachtung nützen nicht viel, aber ich kann sagen, dass die Kreaturen eine aus Kohlenstoff basierende Lebensform sind. Allerdings ist ihre Zellstruktur einzigartig. Es gibt sehr wenig Spezialisierung zwischen den Zellen. Und doch scheinen die Zellen viel größer und weitaus komplexer zu sein als die von Landtieren. Und das schließt Menschen ein. Schließt Menschen ein. Mensch. Aber dann kann er doch seinen Helm bestimmt auch absetzen, oder? Und es auf Kohlenstoff beruht. War doch Sauerstoff im Leben. Mann! Was ist das für ein Wirrwarr hier? Wo muss ich denn überhaupt hin? Subs. Substantiv und Genitiv nehmen sich ja gar nichts. Subs. Du hieß böse Auch. Du bist zu doof. Du böse. Boah. Alles klar. Gut. Von da sollten wir uns vielleicht doch ein klein wenig fernhalten. Wo müssen wir da jetzt hin? Gut. Dann gehen wir doch mal lieber hier lang. Weil das sah so aufspießig aus. Autsch. Sowas macht Aua im Kadaver. So. Sollen wir hier rausgehen? Okay. Halt nicht. So. Ja, Mensch, die Kamerasteuerung hier ist etwas sehr nervig an vielen Stellen. Aber wir laufen halt einfach mal weiter. Und wir laufen. Ja, dort lang? Wo lang jetzt? Wo ist die Spur hin?